Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Feministinnen sehen ja immer und überall Ungerechtigkeiten. Um diese dann zu beheben, richtet man dann Lehrstühle ein, wo dann mit Millionen von Steuergeldern dann diese strukturellen Benachteiligungen wissenschaftlich untersucht werden. Jetzt hat man sich das deutsche Feuerwehrwesen angeschaut und da muss ich sagen, ich war ja so vor knapp 20 Jahren war ich selbst mal in der Jungfeuerwehr und ich muss sagen, ich kann mich da eigentlich an keine einzige Frau damals erinnern. Was? Null Toleranz an der Stelle. Hier stellen nämlich weiße, heterosexuelle Männer aus der Arbeiterschicht die Mehrheit und prägen das Bild des typischen Feuerwehrmannes. Ja, das hat Ilona Horvath, Inhaberin der Professur Technik und Diversität an der Universität Paderborn, nun auch herausgefunden. Sie leitet das durch das vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte und gerade in diesem Jahr erst gestartete Projekt Fortesay, das neue Ansätze zu Effizienz und Sicherheit im Feuerwehrwesen untersuchen will. Es kommt von ganz oben, was ich da mache. Frauen und Migranten seien bei der Feuerwehr nicht nur unterrepräsentiert, sondern häufig sogar unerwünscht. Aber das heißt noch lange nicht, dass andere Menschen das halt auch können, Transmenschen, Muslime mit Kopftuch, ohne Kopftuch oder was auch immer, ne? Das hat natürlich alles mit den veralteten Rollenbildern und Ressentiments zu tun. Um dieses brennende Thema anzugehen, hat man ganze 4 Forscher auf das Thema angesetzt. Die Projektleiterin wurde übrigens bereits 2012 für ihre herausragende Forschung zur Integration von Frauen bei Feuerwehren ausgezeichnet. Birgit Kelle, die bekannte Antifeministin, die auch mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben hat, hat bei Twitter geschrieben: Als es neulich brannte, habe ich der Feuerwehr klipp und klar gesagt, bevor ihr nicht mit einer Frau, einem Schwulen und einer schwarzen Transident-Person hier erscheint, kommt mir keiner ins brennende Haus. Hashtag Diversity, Hashtag ganz wichtig. Ja, ich finde es ja toll, dass man sich nicht mehr den ganzen tollen Jobs noch widmet. Wir sehen ja auch, das, was die Führungsetagen angeht, da hat man ja schon eine 30%-Quote gesetzlich durchgedrückt. Und jetzt widmet man sich auch einfach mal den Jobs, wo man sagt, okay, das sind natürlich so die harten Jobs, die möchten viele nicht mehr machen. Das befürworte ich natürlich. Aber ich frage mich, wo bleibt da eigentlich die gesetzliche Quote für Selbstmorde, für Mordopfer, für Arbeitsplatzunfälle und für Obdachlose, wo ja auch wirklich alles sehr männerdominierend ist. Na hoppala, ich bin, glaube ich, ein Feminist. Liebe Männer, holt euch ein Feminismus-Shirt, tackert euch Feminismus aufs Fähnchen und kämpft gegen die Ungleichheit aller Geschlechter. Ja, oder die Ideologen erkennen einfach mal, dass es biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt und dass diese biologischen Unterschiede auch dazu führen, dass es zu anderen Ergebnissen kommt, auch was so die biologischen Unterschiede angeht. Das hat ja auch zum Beispiel auch C.G. Jung hat das mit seinen Archetypen untermauert oder beschrieben, dass es halt einfach auch bei isolierten Völkern, dass es da immer zu ähnlichen Rollenverteilungen kommt. Und das ist es nun einfach, was man mit diesen ideologischen Gender Studies und diesen Gleichheitswahn halt alles ja verändern möchte. Letztendlich ist es eine sozialistische Ideologie, wo man den Menschen gleich machen möchte. Da einfach ein bisschen genauer bin ich mal in diesem Video sehr ausführlich drauf eingegangen. Da habe ich mir einfach so ein bisschen angeschaut, dieser ganze Feminismus, dieses ganze Gender-Thema, wo kommt das eigentlich her, in welche Richtung soll es gehen? Bin da mal ein bisschen genau auf die Wurzeln drauf eingegangen. Insofern, wenn ihr das Video noch nicht kennt, schaut unbedingt rein. Ansonsten freue ich mich auch wieder, wenn ihr hier unten fleißig kommentiert, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.